Fangen wir erstmal mit Basics an. Wacker, mach mal dein Licht runter. Oder mach mal Licht eher aus. Options? Hallo, hallo. Nein, nein, nein. In Real Life Licht. Nicht in-game. Wieso? Ja, Digga, ist ein Horror-Game. Willst du mit Festtagsbeleuchtung spielen? Okay, ich spiele dann den schwarzen Mann, weil die sterben die nicht als erstes bei Horrorfilmen. Was ist das Spiel? Also was ist das Ziel? Jede Map, also hier gibt es unterschiedliche Maps, die siehst du hier links. Auf jeder Map ist ein Geist, den wir halt rausfinden müssen, was für ein Geist es ist. Versuchen also Hinweise zu sammeln. Und was für Geister gibt es denn so? Wenn du J drückst, dann siehst du bei Geister die Geister, die es gibt. Es gibt 24 Geistertypen. Arden, wieso stehst du so vor mir? Bist du, siehst du mich jetzt als schwarzen Mann? Wieso? Ja, wieso brichst du dein Genick, Young? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Ich will das auch machen. Bro, ist das überhaupt ein Horrorspiel, Digga, oder ist das irgendwie so ein Detektiv Conan Spiel? Lass mal reingehen jetzt, Mann. Lass mal reingehen jetzt. Nimm jetzt erstmal, du hast noch zwei Slots. Du hast noch zwei Slots. Ich will das lila Ding haben. Ja, dann nimm halt auch das mit, aber das. Ja, okay. Alter, was willst du denn machen, Macker? Gott, das mach ich ja. Muss ich die Taschenlampe dabei haben, damit sie auch leuchtet? So ein Autist. Okay, ich bin bereit. Versuch mal, dass Wacker die Tür aufmache. Hallo, lass mal Wacker die Tür aufmachen. Geh rein, Wacker. Geh rein, Wacker. Komm mit, Wacker. Ja, ich bin noch da. Kannst du so stehen? Ja, weil. Hast du Angst oder was? Ja, schon ein bisschen. Wie heißt du mal der Geist? Wie heißt du mal der Geist? Steven Ramirez! Steven Ramirez! Junge, psst, sollst du nicht so oft sagen, Mann? Sag den Namen nicht, Mann. Wieso soll ich den Namen nicht sagen? Ja, sonst kommt er doch. Uns gleich weg, Mann. Der kommt dann, gibt dir so eine Bombe, pass auf. Young, wo sind die? Hinten. Ja, du sagst das so, als wäre das hier irgendwie um die Ecke, als wäre das in meiner Westentasche. Ich hab doch keine Ahnung, wo wir sind. Was macht Adam da? Ich verstecke mich. Ja, was geht? Gleich, wenn wir weg sind, dann musst du so fragen, irgendwie so, Steven Ramirez, bist du hier? Und dann sagst, kannst du halt auch so sagen, so, Steven Ramirez, schreib in das Buch, okay? Okay. Red einfach mal so ein bisschen mit dem. Und wenn der an der Hand ist, ne, wenn der kommt für dich, dann machst du am besten die Taschenlampe aus und versuchst sie zu verstecken irgendwo. Wo verstecke ich mich? Der kann du rennst so Richtung Küche und versteckst dich in einem Tresen oder so, ohne Taschenlampe. Du kannst dich auch hier verstecken, im Schrank zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Da musst du dich verstecken ganz schnell, weil du kommst nicht mehr raus dann. Okay, Bruder, viel Spaß, ne? Wenn was ja. Ist, dann sag Bescheid. Steven Ramirez, bist du da? Steven Ramirez, bist du da? Passiert was, Wacker? Nee, gar nichts, gar nichts. Hört ihr mich? Atmet, hört ihr mich? Ja, wir hören dich, wir hören dich. Geisterbox in die Hand, unten hinter dem Tisch. Steven Ramirez, bist du da? Bro, was mache ich mit diesem komischen Walkie-Talkie? Du musst es aktivieren, so dass das Ganze macht. Steven Ramirez, bist du da? Steven Ramirez, bist du da? Steven Ramirez. Wer hat dich umgebracht, Steven Ramirez? Schreib mal was in dem Buch. Steven Ramirez, schreib mal was in dem Buch. So, I ran to the end of the road. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hilfe, Hilfe, Jungs! Er ist da, Jungs, er ist da! Geht's dir gut? Jungs, er ist da, hilf mir! Holt mich raus hier! Versteck dich! Willkommen! Komm. Digga, was hast du da drin? Und ich hab mir was. Der war da. Der war da. Junge, das ist das Auto. Alarmanlage. Oh mein Gott. Das ist eine Garage. Oh, das ist EMF. Jungs, EMF. 5. Das war über 5. Lass mal hier das Auto aus. Oh, der hat es. Oh mein Gott, der hat es. Hä, habt ihr ihn gesehen? Are you serious right now? Jungs, Jan ist tot. Was machen wir mit ihm? Haben Foto gemacht. Wieso macht ihr Fotos? Jungs, jeder für sich, kommt rein. Was soll das? Mach die scheiß Tür auf. Mach die Tür auf, Mann. Wo seid ihr jetzt? Schnell. Oh mein Gott, der kommt. Ey, endlich geht das. Ey, wir sind in die Schüttelgarage. Nein. Ey, ich hab Finger. Ey, okay, ja, bereit. Ich hab, glaube ich, den Durchblick. Wir machen das jetzt. Let's go. Alex Nielsen, bist du hier? Jungs, was ist das? Jungs? Oh mein Gott. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oben oder unten? Ich bin draußen, ganz unten. Ich hab den Geist gerade gesehen an den Treppen, ich schwöre. Er ist hier im Wohnzimmer. Alex Nielsen, bist du da? Alex Nielsen, kannst du uns Buch schreiben? What's up? Jungs, hol mich raus hier!
mach mal ein Foto von mir mit ihm. Nein. Oh mein Gott! Jungs, der hat die Tür zugemacht! Der hat die Tür zugemacht! Bro, der hat mich angespuckt und ah gesagt, Alter! Hallo da! Oh, bist du durch den Ding durchgelaufen? Young, lauf! Why are you running? Lauf, Young, nein, 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 er ist tot. Es war ein Gespenst? Es war ein Gespenst. Laber keine Scheiße, Digga. Vielleicht sollten wir nicht immer Wacker zuerst opfern. Ja, und du hast jetzt schon wieder bewiesen, dass du so ein richtiger Anti-Mate bist. In der ersten Runde sperrst du Abe und mich in der Garage ein. Ich verliere komplett meine Orientierung, sterbe. Zweitens, in der zweiten Runde sagst du, dass ich alleine da rein sein soll als erstes. Ist ja okay, ist ja okay. Ich habe ja auch die Eier. Aber das Ding ist, bevor du rausgehst, rufst du achtmal Alex Nielsen so. Und ich bin gefickt, Digga. Ja, achtmal. Edgefield Road. Ja? Hebt die Schere, hebt die Schere. Und ich würde mich freuen, wenn du mir so Kopf geben würdest. What? Lass los, hatte komm. Ey, wie heißt der? Wie heißt der Geist? Barbara Salisch. Barbara Martinez. Kommt her! Wo bist du? Wo bist du, Young? Wo bist du? Oben. Young, bist du vor mir? Aden hat geredet. Ja, was ist das, Aden? Erzähl. Ich hab die auf dem Hand. Was bringt das? Guck, der kann sich 5 Sachen wünschen, aber da war auch irgendwie... Aden, kann ich das mal haben? Aber wünsche dir nichts Dummes, okay? Keine Frauen. Hehe, boy. Digga, ich wünsche, der hätte das früher gewusst, Jungs. Was macht ihr mit der Hand? Ja, wünsch dir was, aber im Haus. Was wünsche ich mich denn? Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, dass er sich zeigen soll oder so ein Scheiß. Digga, komm mal ins Haus jetzt. Jedes Mal, wenn ich ins Haus reingehe, dann hebt er alle Finger. Ja, ist doch gut. Was wünsche ich mir? Ich wünsche dir, dass er sich zeigt. Aber inwiefern? Keine Ahnung, ja. Drück mal rechtsklick oder linksklick und wünsch dir. Seid ihr bereit? Ja, wünsch dir. Ich wünsche mir, dass sich Barbara Martinez zeigt. Ja, und jetzt? Haben sich die Finger bewegt? Barbara Martinez zeigt dich. Also die Hände gehen alle auf so. Ich drück gar nichts, aber es geht nichts. Ich kann nichts drücken. Barbara Martinez zeigt dich. Rede mit uns. Barbara Martinez, gib mir ein Zeichen. Ich wünsche mir einen Hinweis. Hört ihr's? What's up, baby? Oh, die Hand ist kaputt oder so. Keine Ahnung, wir wurden gescammt. Barbara Martinez zeigt dich. 10 Grad, es wird immer kälter. Es geht Richtung 7. Abend, es geht Richtung 5. Abend, es geht weiter runter. Es geht immer weiter runter. Es geht immer weiter runter. Geht es unter 0? Ja, ist unter 0. Es wird ganz kalt. Unter? Jungs, es ist unter 0. Es ist bei fast minus 5. Es ist bei minus 3 okay. Grad. Okay, dann wird hier unten irgendwo chillen. Es ist bei minus 4 Grad jetzt hängen geblieben. Es steckt aus, hoch. Digga, das ist über auf Anschlag. Was, EMF oder was? EMF? Ja, EMF auf Anschlag. Dann ist es Gin, Shade, Oni oder Zwillinge. Macht eure Lichter aus und steht im Dunkeln. Ich sag euch dann, wenn ihr soweit seid. Barbara Martinez, zeig dich. Oh, Bewegungssensor. Der ist unten. Nicht, dass er jetzt anfängt zu handeln. Passet auf, geht nicht in den Keller. Wieder. Er wird aggressiv. Aden, das bist du, ne? Aden, bist du das? Aden, bist du das? Aden, du Ficker. Ey, Aden. Ich wünsche mir irgendwas. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Finger ist zu! Ey. Barbara Martinez, Ananisiki! Ananisiki! Mach dich auf! Tot, Digga. Oh mein Gott! Bro, er ist tot! Wir fahren! Abe ist tot, wir fahren! Du hast mich Antimatus Abe gekillt! Ich hab gesagt, ich wünsch mir irgendwas! Ja, du hast dir gewünscht, dass Abe stirbt! Und er hat dann Lichter zerplatzen lassen, hat den Daumen auf Bro gemacht und hat Abe mitgenommen. Und Young wollte mich da wieder reinschicken, Alter! Ich kann Abe wiederbeleben, warte mal! Mit dem Finger! Ich Teebeutel noch mal kurz. Kannst du ein Foto machen mit Teebeutel? So. So, jetzt auf dem Kopf. Okay, hopp. Okay, jetzt wünsch dir. Ich wünsche mir, dass du meinen Freund wieder belebst. Belebe meinen Freund wieder. Er huntet, der Wichser. Mach die Scheiße auf! Junge, die ist abgeschlossen. Geh jetzt woanders hin. Bleib uns an der Tür stehen. Er hat mich! Ich wünsche mir, dass mich in Ruhe lässt! Lass mich in Ruhe! Ich wünsche mir, dass mich in Ruhe lässt! Verpiss dich! Ich wünsche, dass du Abe wiederbelebst und mich in Ruhe lässt! Ich wünsche, dass du mich in Ruhe lässt! Mach die Tür auf! Du kleine Fotze! Wieso machst du die Tür zu? Digga, Junge, ich höre das Wacker die ganze Zeit rumschreien. Ich war im Wohnzimmer am Eck und sehe, wie Wacker mir vorbeiläuft. Ohne, er hat mich verfolgt. Das Licht hat so geflackert an meinen Räumen. Hier, nimm die Scheiße an. Würdest du das doch hassen? Warte, ich mach ein Foto von ihm. Young, derjenige, der das wünscht, hat eine 50%ige Chance zu sterben. Ich wünsche für Leben. Jungs, er huntet. Rennt. Die Tür ist zu. Jungs, rennt. Er huntet, rennt. Oh, hell no! Nein, nicht! Maka? Ey, bitte, Mann, lass gehen! Bitte, lass doch gehen! Wie du hier liegst. Ja, Mann, ich hab mich da versteckt, Mann. Ich wünsche, mein Freund wird wiederbelebt. Der hat er gerade zugesperrt, der Wichser. Oh, der kommt! Ah, Arne ist tot, er ist tot. Habt ihr Wichser, Ich bin stuck! Fick dich! Nee, er ist tot, kein Smurf. Er ist Bronze forever.
Young, bitte steh nicht so einfach. Wir wollen Geld haben. Ja. Los. Nein, nicht reingehen, Young. Digga, Young, nicht reingehen. Young, nicht reingehen. Da sind doch alle tot. Ja, du bist so dumm, ey. Warum? Alle Jin machen. Warum bin ich dumm, Junge? Was laberst du? Ich denke mal, ja. Wir sind bloß wegen dir gestorben, Wacker, weil du die ganze Hand rumspielen wolltest, Mann. Digga, ihr wollt unbedingt Abe wiederbeleben. Na, wenn es nach mir ging, hätte ich Abe da einfach liegen lassen, einfach. Digga. Wacker, du bist so gemein, Mann.